Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe 96-Fans, zum nächsten Interview aus der Quarantäne. Heute mit Jannis Horn. Hi Jannis, und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich drauf, hallo. Jannis, 12 Tage in Quarantäne sind jetzt rum. Wie geht es dir? Ja, mir geht es mittlerweile wieder echt gut. Ich war 3-4 Tage, war ich echt fertig, hatte Fieber und ja, mir ging es einfach nicht gut. Es hat sich einfach angefühlt wie eine heftige Grippe oder wie eine normale Grippe. Heftig würde ich jetzt vielleicht sogar nicht sagen. Und ja, seitdem ging es nur bergauf. Mir geht es wieder super. Ich bin seit 4-5 Tagen schon wieder am Fahrradfahren und ja, ich fühle mich gut wieder. Sehr schön. Ja, du warst ja nach Timo Hübers der zweite Spieler von uns, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie überraschend kam die Diagnose für dich? Ja, ziemlich überraschend. Also wir sollten ja eigentlich ganz normal trainieren und ja, ich habe ganz normal gefrühstückt, habe mich fertig gemacht, hatte halt ein leichtes Halskratzen, aber habe mir nichts dabei gedacht. Ich wäre ganz normal zum Training gefahren und ja, dann hat der Doc mich angerufen und meinte, mein Test ist auch positiv und ich dachte erst, nee, das kann nicht sein, weil wie gesagt, ich habe mich gut gefühlt. Ja, aber dann am Abend ging es schon los mit den Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen waren relativ stark, aber wie gesagt, dann 2-3 Tage hat sich das gezogen und seitdem wird es nur noch besser und jetzt bin ich wieder voll da. Was waren deine ersten Gedanken, als du vom positiven Befund erfahren hast? Ja, ich habe ja davor auch nur immer aus dem Fernsehen oder aus den Zeitungen erfahren, wie schlimm es eigentlich sein soll und was weiß ich. Aber ich habe mir ja davor eigentlich nicht allzu viel Gedanken gemacht, weil ich dachte, ja, vielleicht trifft es mich nicht oder wie gesagt, ich war mit dem Virus halt noch gar nicht so vertraut. Aber dann natürlich war es erstmal ein Schock, weil ich dachte, wow, was kommt jetzt auf mich zu? Du hast es gerade schon angesprochen, hattest du, weil du ja nicht wusstest, wie die Krankheit verläuft bei dir persönlich, hattest du vielleicht überspitzt gesagt auch kurzzeitig Angst um dein Leben, weil man ja jetzt auch in den Medien immer wieder hört, dass tagtäglich Menschen daran sterben? Ja, Angst um mein Leben hatte ich eigentlich echt nicht. Also natürlich, man liest überall das, man liest das, man hört das und ich habe mich damit eigentlich gar nicht so viel beschäftigt und als ich dann nach 2-3 Tagen gemerkt habe, es geht mir schon viel besser, wusste ich, für mich war es wie eine normale bis heftige Grippe. Und deswegen, um mein Leben hatte ich keine Angst. Okay. In unserem 14-Tage-Buch, wovon du vielleicht auch schon gelesen hast, haben einige deiner Teamkollegen davon berichtet, wie sie ihre Zeit ganz gut rumbekommen. Wie sehen die Tage bei dir aktuell aus? Bei mir ist es eigentlich immer dasselbe. Also ich stehe auf, dann frühstücke ich, dann mache ich Sport. Ja, dann dusche ich und alles, was dazugehört, esse nochmal was. Und ja, dann spiele ich ein bisschen PlayStation online mit Freunden. Abends lese ich vielleicht ein Buch, mache FaceTime mit den Jungs aus unserer Mannschaft und ja, rufe auch mal die Familie an und dann ist der Tag schon wieder zu Ende. Wer war jetzt in dieser Zeit besonders für dich da? Gab es da irgendjemanden? Aus der Mannschaft oder aus der Familie oder allgemein? Generell so in deinem Umfeld, weil du ja, ich denke mal, du bist ja gerade ziemlich auf dich allein gestellt. Ja, ich habe natürlich so viele Nachrichten bekommen. Gefühlt mehr als zum Geburtstag, aber ja, meine Familie war für mich da. Ich habe viel mit denen telefoniert. Marc Stendera, Niklas Tahner, Julian Korb, mit allen aus der Mannschaft, mit denen telefoniere ich jeden Tag. Und ja, es tut mir gut in der Zeit. Hat mir sehr geholfen und wie gesagt, jetzt bin ich wieder fit. Kommt man in so einer Zeit jetzt, wo du die ganze Zeit zu Hause bist, vielleicht auch auf Ideen, die man auch in den normalen Alltag übernehmen könnte? Also hast du vielleicht irgendeine neue Routine entwickelt, wo du sagst, das kannst du jetzt auch? Eigentlich nicht. Normal willst du weitermachen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, ich zocke jetzt ein bisschen mehr als vorher. Vorher hatte ich nicht die Zeit und vielleicht auch nicht die Kraft. Jetzt zocke ich ein bisschen mehr auf der PlayStation. Ich würde auch gerne mal Klavier spielen. Leider habe ich keins. Ich habe es bei Henne gestern gesehen, bei Instagram. Was er da drauf hat, war schon nicht schlecht. Aber ich habe leider kein Klavier und ja, deswegen verbringe ich hier die Zeit mit Büchern oder PlayStation-Spiele. Und du hast es gerade schon gesagt, der Kontakt innerhalb der Mannschaft scheint ja auch sehr lebhaft zu sein, via FaceTime oder auch über die PlayStation. Da hat Corby zum Beispiel erzählt, dass ihr da sehr viel übers Headset miteinander redet. Was sind so die tagtäglichen Themen bei euch und wie ist so die Stimmung innerhalb des Teams nach dieser langen Zeit? Ja, die Stimmung, wie gesagt, langsam nervt es mich auch extrem. Es kribbelt schon wieder extrem in den Beinen. Man will einfach wieder auf den Platz, aber man weiß, es geht nicht. Und daran müssen wir uns halten und will man sich auch halten. Wie gesagt, es gibt wichtigere Dinge als Fußball, auch wenn man jeden Tag extrem gerne trainiert. Momentan gibt es halt wichtigere Dinge und ja, über was wir so reden, das ist immer unterschiedlich. Wir quatschen natürlich darüber, wie geht's weiter,
trainieren wir jetzt wieder mit der Mannschaft? Können wir wieder trainieren? Dürfen wir nicht trainieren? Das sind halt so die Themen. Dann quatscht man ein bisschen blödes Zeug, was auch dazu gehört bei uns. Und ja, immer Unterschiedliches. Natürlich darf auch der Sport nicht zu kurz kommen. Unsere Athletiktrainer haben da ja ein Programm für euch ausgearbeitet, um, glaube ich, das Bestmögliche, was man so an Trainingsbedingungen schaffen kann, zu Hause auszuarbeiten. Reicht das trotzdem aus, um wirklich fit zu bleiben? Das ist natürlich immer was anderes. Wir haben ja die Fahrräder bekommen und ja, wie gesagt, ich bin ja auch auf jeden Tag auf dem Fahrrad, 1 bis 2 Mal und es tut gut. Also wie gesagt, für mich ist es noch ein bisschen schwerer, weil ich es noch merke in der Lunge ab und zu, dass ich noch nicht die Power habe wie vorher. Aber ja, manche Spieler haben ein Laufband zu Hause, da ist es vielleicht noch ein bisschen besser, weil ich persönlich gehe lieber laufen, anstatt ich auf dem Fahrrad bin. Aber ja, allein, dass wir die Fahrräder, jeder sein Fahrrad bekommen hat, ist natürlich Wahnsinn, extrem gut. Und ja, das hilft uns auf jeden Fall weiter, dass wir nicht unsere ganze Fitness verlieren. Ne? 2,5 Wochen ist es erst her, dass wir in Nürnberg einen beeindruckenden 13-0 Auswärtssieg gefeiert haben. Aktuell sind wir vom Spielbetrieb, vor allem mit Zuschauern, ja ziemlich weit entfernt. Wie verfolgst du die aktuellen Entwicklungen, die man jetzt so in den Medien mitbekommt? Ja, wie gesagt, das Spiel der 3-0 Auswärtssieg, das kommt mir schon vor, wie als wäre das Spiel vor einem halben Jahr gewesen. Echt, man kann sich noch kaum dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist halt so, wie ich schon gesagt habe, die Gesundheit steht über allem, auch über dem Fußball. Und ich finde es extrem schade, wenn man jetzt die nächsten Spiele ohne Zuschauer machen muss. Extrem schade, weil uns das immer sehr geholfen hat, besonders auch in den letzten Spielen, die man gesehen hat. Und ja, aber wie gesagt, wir müssen uns dran halten, wir müssen alle an einem Strang ziehen und ja, dann kommen auch wieder bessere Tage. Und in 2 Tagen habt ihr die Quarantäne auch erstmal überstanden. Worauf freust du dich da jetzt am meisten? Boah, da gibt es so viel. Allein die ganzen Kleinigkeiten, mal spazieren zu gehen oder mal einfach joggen zu gehen, sowas fehlt mir halt. Ich bin heute auch draußen im Garten Fahrrad gefahren, weil das Wetter ja heute relativ schön ist und ja, so die kleinen Dinge einfach zu schätzen, einfach mal, wenn man was braucht, zum Einkaufen zu gehen, einfach mal kurz was holen, einfach mal raus, einfach mal ins Auto steigen und ja, die wichtigsten Dinge halt erledigen, was man noch machen darf und ja, das sind so die Kleinigkeiten, die man einfach schätzen muss und ja, daran wurde man jetzt wieder erinnert in den ganzen Tagen. Was steht jetzt als nächster Tagesordnungspunkt bei dir an? Ja, ich bin um 15.30 Uhr verabredet vor der Playsee mit meinen Kumpels online. Mit Sadie spiele ich dann heute Abend bestimmt auch noch und Corby wird vielleicht auch noch kommen. Und ja, das ist so mein Tag heute. Wie gesagt, ich habe schon Sport gemacht. Vielleicht kommt nachher noch eine Einheit. Aber ich habe ziemlich schwere Beine jetzt vom Fahrradfahren, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das war es eigentlich heute. Okay, cool. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Janis. Weiterhin alles Gute. Und hoffentlich bis bald. Und ja, halt die Ohren steif. Mach's gut. Mach ich. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.